Das war der letzte. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit. Finde nach Hause. Du bist frei. Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Vater, warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Was hast du gefunden? Spuren. Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter.
Junge, was ist hiermit? Gut, aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Bergziege? Deine Mutter lehrte dich viel. Ja. Ich gehe voraus. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Hier lang, Junge. Hep! Oh. Halt, Hirschspuren, frisch. Hier lang. Gefunden. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Wow. Los. Oh, was ist hier passiert? Warte! Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht! Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Ah, mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück!
Draugar, die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter. Der Hirsch ist hier lang. Ich sehe noch mehr Spuren. Oder wir folgen dir. Vorsicht an der Kante, Junge. Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Sie waren nur hungrig. Was? Die Wölfe. Sie waren nicht bösartig. Sie hatten Hunger. Ja, das hatten sie bestimmt. Sollten wir hier drin sein? Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden.
Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Ein Troll. Du bist noch nicht bereit für Trolle, Junge. Ich weiß, ich wollte... Ja, Vater. Atreus, komm her! Machen, oder?
Also. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Junge. Das sind Skell und Hutt, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Warte, sieh nur! Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn! Gut. Noch. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Yeah.
Zurück, Junge! Er ist zu stark! Junge. Ich hab keine Angst vor dir! Du bist nichts gegen mich! Junge, sieh mich an! Sieh mich an, Junge! Junge, sieh mich an! Erledigt. Du bist nicht bereit. Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. Hier lang geht's nach Hause, Mann.
Die Türen immer noch nicht auf, hm? Sei still. Ich habe gesagt, du sollst still sein. Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Ins Haus, Junge. Du warst zu zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du bist auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert, nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal!
Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Verschwinde. Von hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest nicht hören. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Schön. Ich bin dran. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. Sinnlos! Ein Schild benutzt? So, langsam. Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Wieso sind da drin zwei Becken? Verschwinde
einen wunden Punkt getroffen? Wen versteckst du? Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Na, willst du es noch mal versuchen? Ja, du redest zu viel. Du willst nichts sagen? Na schön! Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Wer ist es? Wen soll ich nicht finden? Fitness heraus! Deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen.
Jämmerlich! Du kannst nicht liegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Du kannst mich nicht besiegen! Komm schon! Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. War er. Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Faye, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, eine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Aber wir können nicht hier bleiben. Da war so viel, ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht.
Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Der Berg. Das wird eine lange Reise. Ja, aber eine wichtige. Wow. Wie ist das denn passiert?